Neues Haar, neues Ich. Unter dieser Mütze befindet sich einfach nur eine neue Haarfarbe. Und ich bin so excited, euch das zu zeigen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Hair Reveal in 3, 2, 1. So sehen meine Haare jetzt aus. Man sieht hier einen kleinen Rotschimmer, da ist das Fenster, deshalb kommt da das Licht rein. Sobald Licht auf diese Haarfarbe scheint, erscheinen sie einfach rot. Und mir gefällt das so, so sehr. Ich blende euch hier mein Foto ein, wie ich vorher ausgesehen habe. Und ja, Fail oder kein Fail? Ich finde auf jeden Fall, dass es kein Fail war. Ich liebe meine neue Haarfarbe und deshalb möchte ich dieses Video auch machen. Denn jetzt ist die Frage, neue Haare, neues Ich oder neue Haare und gleiches Ich. Ich habe diese Entscheidung schon vor langer, langer Zeit getroffen, dass ich mir einen anderen Hairstyle machen möchte. Also ich wusste, dass ich auf jeden Fall etwas verändern möchte an meinen Haaren. Nur es hat sehr lange gedauert, bis ich entschieden habe, was für eine Haarfarbe oder überhaupt, ob es die Haarfarbe oder die Haarlänge ist. Und jetzt endlich habe ich es gemacht und bin so glücklich. Als allererstes, ich bin natürlich im Kern immer noch dieselbe geblieben. Wieso sollte ich mich so innerlich verändert haben dadurch? Es ist halt so gewesen, dass ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass ich eine Veränderung brauche. Also ich wusste, dass ich auf jeden Fall etwas verändern muss. Und zwar, weil ich selbst mich verändert habe. Und ich habe mich nicht mehr mit meinen Naturhaaren so wohl gefühlt, wie ich mich jetzt fühle mit den Haaren. Und außerdem wollte ich mal etwas Verrücktes machen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist es ein großer Schritt, seine Haare zu verändern, weil ich schon glaube, dass ich komplett anders ausschaue mit den Haaren, wie sie jetzt sind, als wie sie vorher ausgesehen haben. Hier nochmal zum Vergleich ein Bild, wie es vorher ausgeschaut hat. Auf jeden Fall finde ich komplett anders. Und es ist einfach für mich ein Riesenschritt gewesen, deshalb musste der lange überlegt sein. Ich habe auch ganz lange darüber nachgedacht, ob ich mir nicht meine Haare einfach schneiden möchte oder schneiden lassen möchte. Ich wollte zeitweise ganz, ganz kurze Haare. Habe dann ein paar Fotos im Pinterest rausgesucht und habe dann immer wieder welche gefunden, die ich wunderschön fand, die ich so gerne hätte, aber wo mir dann klar geworden ist, es würde mir persönlich aber nicht stehen. Ich hatte schon mal kurze Haare und das sah nicht gut aus. Ob es nun am Haarschnitt lag oder einfach daran, dass mir kurze Haare nicht stehen, das weiß ich bis heute nicht. Aber ich mochte das Risiko nicht eingehen. Trotzdem wusste ich, da muss sich was ändern. Also habe ich nach Farben gesucht. Dann habe ich wieder auf Pinterest geschaut und mehrere Leute haben mir unabhängig voneinander gesagt, dass mir so eine rot-lila Farbe sehr gut stehen würde. Ich wollte jetzt aber keine so krasse Rotfarbe nehmen und ich wollte aber auch kein natürliches Rot haben. Ich glaube nämlich, dass mir so ein helles Rot nicht stehen würde. Zudem wollte ich mein Haar nicht noch stärker schädigen, als ich es eh schon tue, wenn ich Haare färbe, wenn ich das dann auch noch davor bleachen müsste. Deshalb war mir klar, ich kann nicht heller werden, sondern nur dunkler, weil sonst hätte ich da vorher die blondieren müssen. Nun habe ich schon immer wunderschön gefunden, wie zum Beispiel Schneewittchen in den ganzen Verfilmungen ausgesehen hat. Und ich fand sowieso schon so dunkle, wirklich dunkle Haare wunderschön. Und ganz schwarz finde ich auch so schön.
Und dann dachte ich mir, wieso nicht eine Mischung aus Schwarz, Rot und Lila. Und dann bin ich im Laden gewesen und habe eine Farbe gefunden. Die Farbe, die es dann schlussendlich nach längerem Überlegen geworden ist, ist diese Farbe. Das ist übrigens keine Werbung bzw. unbezahlte Werbung. Ich habe dafür gar nichts bekommen. Und ich muss sagen, es sieht am Ende ganz anders aus als auf der Packung. Wie ihr seht, sieht meins ein bisschen mehr nach Lila aus. Und das hier ist halt mehr Rot. Aber das Schwarz selbst wird sich noch ein bisschen aufhellen und ein bisschen rauswaschen. Und dann kommt vielleicht das Rot ein bisschen stärker durch. Also ist es eigentlich so, dass es nicht so ist, dass meine neuen Haare mich verändern, sondern die Haare sich verändert haben, weil ich mich verändert habe. Und ich möchte zudem auch selbstbewusster rüberkommen und weniger so wie das graue Mäuschen. Und ich bin ja schon sehr, sehr klein. Wer mich kennt, weiß das. Ich bin 1,50 bzw. eigentlich 1,49. Und da wird man oft übersehen. Es hat mir nicht mehr gefallen, wie es vorher ausgesehen hat, und man ist so normal irgendwie, wenn man halt seine Naturhaarfarbe hat. Und gerade mit so hellbraunen Haaren, wie ich jetzt meine alten beschreiben würde, ist man halt so wirklich sehr, sehr Standard unterwegs, sage ich mal. Und das fällt schon einigen Leuten auf. Ich wurde jetzt schon einige Male angesprochen von Leuten, die mich halt kennen, wo ich, also mit meinen normalen Haaren, ob ich mir die Haare gefärbt habe. Und ja, also das gibt einfach so ein gutes Gefühl, einfach mal eine Veränderung zu spüren und auch zu merken, wie das wirklich auch auffällt so. Was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist noch beim Haarefärben ist, dass ich definitiv meine Spitzen schneiden muss, also schneiden lassen muss, weil da traue ich mich nicht selbst dran. Übrigens habe ich meine Haare nicht selbst gefärbt. Die sind von einer Arbeitskollegin gefärbt worden. Weil ich kann das nicht und sie hat das schon öfter bei sich selbst gemacht. Ja, und jetzt am Ende sehen meine Haare so aus. Sie sind noch auf der gleichen Länge. Und ich bin sehr glücklich damit und ich hoffe, euch hat dieses kleine Haarvideo gefallen, und wenn euch mein Content gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!